Hallo zusammen, ich bin Salome Cora, ich bin 100-Meter-Sprinterin und ich mache heute gemeinsam mit euch ein Training. Und zwar wird es ein Kräftigungsprogramm sein, wo der ganze Körper mit einbezogen wird. Für das brauchen wir ein paar Gegenstände, die ihr sicher alle auch im Haushalt habt. Zwei Flaschen, es können eine PET-Flasche sein oder Trainingsflaschen, eine Küsse, am besten eins, wo ihr nicht gerade drauf schlaft, ein Wallholz und zwei Stofffetzen. Das können T-Shirts sein, alte, das können Tüchli sein oder irgendetwas, das rutscht. Und natürlich eine Flasche, die euch hydrieren könnt während dem Training. Als Warm-up machen wir ein paar Mobilisationsübungen, um uns für das Training nachher vorbereiten. Ihr könnt sofort mitmachen. Und zwar gehen wir in den Ausfallschritt und dann die Wirbelsäule mobilisieren. Wir wechseln die Seite. Und dann machen wir zweimal pro Seite. So, wir können gerade in dieser Position bleiben. Als nächste Übung machen wir die Raupe. Und zwar geht es hier darum, die Waden vorzubereiten. Wir gehen führen und wieder zurück. Und auch das machen wir viermal. Und als nächstes gehen wir in die Kerze. Und da machen wir einfach Spaghetti, wenn möglich. Da machen wir etwa 5 Wiederholungen pro Seite. Und dann das Ganze noch quer. Und als letzte Warm-up-Übung machen wir noch unsere Hüftkreise. Machen wir gerade auch etwa 5-mal pro Seite. Und dort machen wir den Oberkörper so weit wie möglich. So, jetzt sind wir aufgewärmt und jetzt fangen wir an mit dem Circuit. Der Circuit hat 8 Übungen und wir machen 2 Blöcke an 4 Übungen. Ich zeige die 4 Übungen am Anfang ganz schnell alle vor und dann führen wir die zusammen aus. Als erstes machen wir eine Übung für die Fußstabilität. Und zwar könnt ihr die einfach so auf dem Mettli machen oder als Erschwerung könnt ihr das Küsse nehmen. Für das müssen wir die Zöcke abziehen und ihr legt gerade eine Socke vor euch an. Dann nehmt ihr die Socke mit dem einen Fuß auf und legt ihn mit der gegenüberliegenden Hand. Genau, und hier immer schauen, dass ihr hier schön aufgerichtet sind und einen geraden Rücken habt. Als nächstes machen wir einen Wall-Sit und für das brauchen wir eure zwei gefüllten Flaschen. Wir setzen uns in 90 Grad Winkel an die Wand und dann machen wir mit den Armen einen Kreis. Als nächstes machen wir Hip Thrusts. Da könnt ihr ohne Gewicht mit einem Fläschchen oder mit zwei Fläschchen die Übung machen. Wir gehen mit dem Gesäß runter und drücken es oben ganz raus. Schaut, dass ihr hier eher auf den Fersen sind oder auf dem ganzen Fuß. Und bei dieser ganzen Übung vor allem oben das Gesäß schön anspannen.
Als nächstes nehmen wir unsere zwei Stofffetzen und machen mit ihnen Mountain Climbers. Legen sie hier nebeneinander hinter die Matte und stellen unsere beiden Füße auf. Dann gehen wir in ein Brett und bewegen unsere Beine so hin und her und machen einen schönen Kniehub. Da ist es wichtig, dass der Oberkörper möglichst nicht bewegt und möglichst still steht. Für die, die da ein bisschen streng ist, gibt es eine Alternative. Und zwar können wir einfach auf einem erhöhten Ort und das Gleiche hier machen. Bei all diesen Übungen arbeiten wir jeweils 30 Sekunden lang und machen 15 Sekunden Pause, um die Position zu wechseln. So, wir legen gleich los mit der ersten Übung. Und zwar nehmen wir das Küssi, ziehen die Socken ab. Einen Socken brauchen wir. Legen ihn vorne hin. Und dann legen wir gleich los mit 30 Sekunden. Nehmen wir den Socken auf. So, Seite wechseln. Da machen wir direkt weiter, da brauchen wir noch keine Pause. Socken wieder anlegen oder auch nicht, wenn wir drin sind. Wir nehmen die zwei Flaschen. Am besten nehmen wir auch eine Matte an die Wand, damit sie nicht rutscht. Wir nehmen die Flaschen in die Hand und legen gleich weiter. Schön den ganzen Rücken an der Wand haben. Darauf achten, dass ihr 90 Grad habt. Die Übung dürft ihr auch ohne Flasche machen, wenn es euch einfach gefällt. Und dann geht es weiter mit den Hip-Thrusts. Und los geht's. Knie lieber ein bisschen weiter raus als die Füsse. Und wenn es geht, auf die Fersenstuhl. Obendran die Hüfte ganz durchdrücken. Und immer nach vorne schauen. Gut. Und wir nehmen die Tüchli. Jetzt auf den Boden. Machen 30 Sekunden Mountain Climber. Da darauf achten, dass der Oberkörper immer schön ruhig bleibt. Ihr dürft das Ganze auch schneller machen, aber der Oberkörper muss immer ruhig bleiben. Das Ganze geht auch ohne Tüchli, wenn ihr rutschige Socken habt. Wir machen 15 Sekunden Pause und das Ganze geht nochmal.
Und auch wenn ihr müde werdet, immer schön aufrecht bleiben. Und hocke an die Wand. Und weiter geht's. Dass ihr da stabil bleibt, spannt ihr am besten den Bauch und das Gesäß an. So, der erste Block ist vorbei. Und ich erkläre jetzt den zweiten Block. Als nächstes kommt der Aufsteiger. Und zwar machen wir hier auch jeweils 30 Sekunden pro Seite. Wir gehen rauf, strecken ganz raus und nehmen die Arme dazu mit. Die nächste Übung ist eine Rückenübung und für das brauchen wir hier eine Flasche. Wir geben die Flasche unten durch, oben durch, in die eine Richtung 15 Sekunden und in die andere Richtung nochmal 15 Sekunden. Die Füße heben hier ab und ihr dürft als Vereinfachung auch die Flasche auf die Seite tun und einfach jeweils vorne klatschen und hinten klatschen. Für die nächste Übung brauchen wir das Wellholz. Und zwar begeben wir uns in den Kniestand, da könnt ihr auch noch Küsse drunter nehmen, wenn ihr es lieber etwas weicher wollt. Und wir gehen führen und wieder zurück. Und dort darf ihr selber einschätzen, wie weit runter ihr gehen wollt, dass ihr wieder raufkommt. Und für die letzte Übung brauchen wir nochmal das Küsse und die zwei Flaschen. Das ist zum Abschluss noch eine recht sprinterspezifische Übung. Und zwar gehen wir in den Kniestand mit einem Knie und wir bewegen die Arme in der Sprinterbewegung. Die Schultern unten lassen und die Arme schwingen. Dann machen wir 15 Sekunden, dann wir die Flasche auf die Seite und machen das Ganze noch ohne Flasche und natürlich probieren schneller. Wir kommen zum zweiten Block von unserem Zirkel. Wir machen wieder 4 Übungen und das Ganze zweimal durch. Wir machen die Übungen jeweils 30 Sekunden und fangen gleich an mit dem Aufsteiger. Wir brauchen die zwei Flaschen. Wir gehen immer mit dem gleichen Bein rauf. Oben ganz rausstrecken. Und auch den Oberkörper immer schön aufrecht haben.
und dann die Seite wechseln. Gut. Dann gehen wir wieder auf die Matte und brauchen eine Flasche. Ich gebe die Flasche 15 Sekunden in die eine Richtung durch. Den Oberkörper möglichst abheben, Seiten wechseln und auch die Beine immer schön drauf. Und die Füße. Dann nehmen wir unser Walholz. Und gehen die Matte auswählen. 30 Sekunden lang. Wie gesagt, da gehen wir einfach so tief, aber dass ihr wieder hochkommt. Und als letztes nehmen wir nochmal unsere zwei Flaschen und unser Küssi. Und machen unsere Arme weg. Brust raus, Rumpf stabilisieren und auch das Gesäß anspannen. Vor allem da, wo unten ist. Flasche auf die Seite und das Gleiche noch ohne. Gut, im zweiten Durchgang machen wir dann noch die andere Seite. Wir gehen gerade zurück zum Aufsteigen und legen hier gerade mit dem letzten Durchgang. Und da, wenn wir da oben sind, das Gesäß immer schön anspannen und auch den Oberkörper schön aufrichten. Nehmen wir wieder eine Flasche und geben sie unten durch. 50 Sekunden in die eine Richtung. Beine abheben, Oberkörper abheben. So, das Ziel ist, dass möglichst wenig vom Körper auf dem Boden ist. Und Seite wechseln. Zweitletzte Übung. Wir nehmen nochmal das Walholz. Ihr könnt probieren, in dieser Serie sich noch ein bisschen tiefer runter.
Abdo Jibs pompe bas. Abdo Jibs pompe bas. Enchaîne les squats. Enchaîne les squats. Enchaîne les squats. Squat, squat. Abdo Jibs pompe bas. Abdo Jibs pompe bas. Frappez au sac. Frappez au sac. Frappez au sac. Sac, sac. Allez, va chercher le chrono. H, pas, pas chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée. Tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio. On va taper dans le cardio. On va viser. On décrème mon auto. Tu vois. Nächste Übung. Wir nehmen jetzt an dabei. Hintere. Und 15 Sekunden mit dem Fisch. Das Becken schön aufrichten, das Gefäß anspannen und auch den Rumpf kontrollieren. Flasche auf die Seite und noch möglichst schnell. Ui. So, nach dieser harten Arbeit machen wir noch ein kleines Cooldown. Wir machen jetzt 3 Dehnübungen, damit unseren Körper wieder ein bisschen sich beruhigen kann. Wir fangen gerade an mit der Dehnung vom Gesäß. Und zwar sitzen wir so aufs Sofa. Das hintere Knie darf am Boden kommen und hier den Fuß ein bisschen näher. Und dann können wir vorne ablehnen und so das Gesäß rein. Wenn wir gar nicht so lange machen. Und die andere Seite gerne auch noch. Gut, dann machen wir noch 2 Übungen auf dem Boden. Und zwar dann noch die Wirbelsäule noch ein bisschen entspannen. Und von da legen wir uns so ein bisschen drüllt auf den Boden. Aber so kann sich die Wirbelsäule gut entspannen. Und die andere Seite. Wenn ihr es noch ein bisschen verschärfen wollt, könnt ihr auch mit der Hand hier noch ein bisschen abdrücken. Und die gegenüberliegende Schulter liegt aber schön auf dem Boden. Und zum Abschluss dehnen wir noch ein bisschen den Rumpf und die Hüftbeuger dehnen, indem wir uns einfach hier so entspannen und den Bauch lang ziehen. So, dann wären wir schon am Ende von unserem Training angelangt. Ich hoffe, es sind ein bisschen Schweizer gekommen und könnt die ein oder andere Übung in euer nächstes Training mitnehmen.